Dann rufe ich als nächstes Tagesordnungspunkt 59 zusammen mit 85 auf, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Bürgerrechte achten, Energiepolitik ideologiefrei gestalten, mit dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen und der CDU, Energiewende gemeinsam meistern, Fortschritte und Herausforderungen fair kommunizieren. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es geht hier alles relativ schnell, fällt mir auf. Dennoch freue ich mich natürlich schon, dass wir ausführlich das Thema Energie besprechen. Lieber Minister Tarek Al-Wazir, Sie haben ja unbegrenzte Redezeit. Von daher ist das ja auch kein Problem, was Sie eben gesagt haben. Ich wollte Ihnen nur vielleicht für Ihr Redekonzept noch mitgeben, mir geht es jetzt nicht darum, ob die Energiewende gescheitert ist oder nicht. Da haben wir unterschiedliche Ansichten. Mir ist ganz klar, sie ist gescheitert. Sondern mir geht es an dem Beispiel der Energiepolitik in unserem Land um eine gesellschaftspolitische Frage. Aber ich traue Ihnen auch zu, dass Sie intellektuell sicherlich auf das eingehen können, was ich jetzt hier vortragen möchte. Es geht mir wirklich um die Frage, wie gehen wir in diesem Land miteinander um. Wir haben im letzten Plenum intensiv darüber gesprochen. Fast jede Plenarwoche in den letzten Monaten haben wir auch dieses Thema diskutiert. Und darum will ich Sie überraschen an der Stelle, dass ich jetzt nicht zwingend über die Effizienz von Windrädern reden will, sondern über das Thema, was ist in unserer Gesellschaft zu diesem Thema los und welche Diskussionskultur pflegen wir eigentlich. Ich möchte dazu anfangen mit einem ganz kurzen Zitat aus einem Interview des Stern, das er mit dem Satiriker Dieter Nuhr geführt hat. Da führte Herr Nuhr aus, da es heute eine ganz normale Strategie ist, Andersdenkende durch Überwältigung mundtot zu machen, muss man sich wehren. Wenn massenhaft Leute über einen herfallen, das macht mir keine Freude, sondern es ist einfach notwendig, sich zu wehren. Das ist vom 4. November. Und worauf bezieht sich denn dieser Ausspruch von Dieter Nuhr? Und was ist denn eigentlich der Hintergrund? Dieter Nuhr ist ein sehr bekannter Kabarettist, der politisches Kabarett im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betreibt. Da regt man sich mal der eine mehr auf, der andere weniger. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, was immer lustig und was nicht so lustig ist. Aber wir sind uns doch einig, dass das Kabarett, das politische Kabarett, für eine freie Gesellschaft ein Symbol der Freiheit, der Toleranz und des Respekts der Meinung der anderen ist und dass die Aufgabe des politischen Kabarets ist, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Die Aufgabe des politischen Kabarets, der Gesellschaft und den Mächtigen der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Das ist etwas, was uns unterscheidet von vielen anderen Ländern der Welt, die keine Freiheit kennen und die eben nicht wissen, was Meinungsfreiheit bedeutet und darauf gar keinen Wert legen. Darum ist das für uns, auch wenn das Kabarett nicht immer auf Seiten der Freien Demokraten ist, ein ganz klarer Wert. So wie wir für die Pressefreiheit eintreten, treten wir auch für die Kunstfreiheit ein, wo wir uns als Freie Demokraten in vielen Jahren der Geschichte, in der wir diesem Land der Rechtsstaatlichkeit immer Rechnung getragen haben, wo andere vielleicht noch gar nicht existiert haben als Parteien, immer einen ganz hohen Stellenwert zugemessen haben. Und vielleicht gucken wir als Liberale auch ein bisschen genauer hin. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Gegenaufklärung ist auf dem Vormarsch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, es geht nicht mehr. Es geht in der Diskussion nicht mehr darum. Es geht in der Diskussion nicht mehr um den Diskurs, sondern es geht um Belehrung. Es geht um Belehrung, nicht mehr um den Diskurs. Und es geht auch nicht mehr um die Realität, sondern es geht um Wahrheit. Und die Wahrheit hat natürlich immer der eine für sich gepachtet. Und es geht nicht mehr um die Realität. Und darum ist die Meinungsfreiheit ein Fundament für eine freie, tolerante, respektvolle Gesellschaft. Und darum ist die Meinungsfreiheit auch so ein hohes Gut, dem wir uns heute hier auch zuwenden wollen. Was hat denn Dieter Nuhr aus Sicht seiner Kritiker falsch gemacht? Was war denn das Schlimme, dass man Dieter Nuhr jetzt im Internet oder auch in Pressestatements oder auch wo auch immer kritisiert und so anfeindet? Was hat er denn gemacht? Er hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Er hat es gewagt, ein Symbol einer politischen. Genau, Sie entlarven sich gerade. Er hat es gewagt, ein politisches Symbol zu kritisieren, sich ein Stück weit lustig darüber zu machen,
um seiner Kritik Ausdruck zu verleihen. Das ist doch in Ordnung. Wie oft hat man sich über Politiker, über andere ein Stück weit lustig gemacht? Das muss eine Gesellschaft aushalten. Wer bereit ist, entsprechend auch politische Aussagen zu tätigen, sich in die politische Manege zu begeben, der muss auch damit leben können, dass jemand aus dem Kabarett das eben auch einmal kommentiert. Das ist meine Auffassung. Das ist meine Haltung. Und ich will es noch einmal, ich will es noch einmal für mich verdeutlichen. Wir müssen, ja, ich merke, dass wir das richtige Thema aufgegriffen haben. Das merke ich an Ihren Reaktionen. Wir müssen als Gesellschaft ertragen. Das müssen wir ertragen, dass ein junges Mädchen uns vorwirft, wir hätten nichts getan, wir hätten ihre Zukunft zerstört, und sie will, dass diese Gesellschaft in Panik ausbricht. Das müssen wir ertragen. Das müssen wir akzeptieren. Aber genauso müssen wir akzeptieren, dass jemand, der Kabarett macht, sich dann ein Stück weit lustig macht, genau über solche Sätze. Das müssen wir auch ertragen. Genau das macht Meinungsfreiheit aus. Und das haben Sie scheinbar nicht verstanden. Herr Rock, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Tiefner. Ich habe für ein großes Thema wirklich sehr wenig Zeit. Wir können ja eine zweite Runde machen und uns austauschen. Und ich will es mal deutlich machen, Herr Wagner. Zu Ihnen komme ich ja noch in Ihrer Fraktion. Da können Sie sich ja noch wirklich freundlich austauschen. Ich will mal sagen, für uns ist Meinungsfreiheit, Bürgerengagement völlig egal, was das für ein Inhalt ist, solange er im Rahmen der Gesetze und des Rechts sich bewegt und auf Boden unserer Gesellschaft, unserer freien Gesellschaft ist, ist das für mich okay, und dann bewerte ich das nicht. Das ist das Wesen der Meinungsfreiheit, die Sie scheinbar nicht mehr in der Form verstehen. Und in besonderer Weise gilt das. Es gibt noch eine Frage von dem Abgeordneten Schauder. Das gilt immer noch, was ich eben gesagt habe. Wir machen gerne eine zweite Runde dann. Die BIs, die Bürgerinitiativen in unserem Land, die sich gegen Windkraft einsetzen, das sind Bürger, die sind anständig, die bewegen sich in dem Rahmen des Rechtsstaates, die halten ihre Energiepolitik falsch, genau wie ich das tue und viele andere Menschen auch. Und die protestieren dagegen. Die nehmen eigenes Geld in die Hand und versuchen, mit Fachgutachten vor Gericht ihr Recht zu erstreiten. Und weil die Genehmigungssituation in Hessen scheinbar nicht optimal ist, haben sie auch ganz oft gewonnen. Das hat dazu geführt, dass wir so gut wie gar keine Windräder mehr in unserem Land aufbauen können. Und diese BIs werden andauernd kritisiert und in eine Ecke gestellt. Andere Bewegungen, jetzt komme ich mal zu dem Thema Spiegel, und den man sich vorhalten lassen muss. Andere Bewegungen werden hingegen, sage ich jetzt mal, viel leichter toleriert. Also ich will das ja mal ausführen. Es gibt ja in dem, sage ich jetzt mal, in dem grünen Biotop mittlerweile Bewegungen, die sich da etablieren. Extinction Rebellion ist ja genannt worden. Die haben es nicht so damit, dass man Gewalt abschwört. Und das ist nämlich das Kriterium für uns freie Demokraten. Eine Bürgerinitiative, die die Mittel des Rechtsstaats einsetzt, die friedlich demonstriert, das sind Menschen, die wir respektieren, die wir schätzen, die wir unterstützen wollen. Menschen, die auch vor Gewalt nicht zurückstecken, auch wenn die Gewalt vielleicht erst nur gegen Sachen ist, die Polizisten angreifen, die mit Kot bewerfen, die sich nicht an die Regeln dieses Staates halten, die lehnen wir ab. Und jeder hier in diesem Raum muss das auch tun. Und liebe Freunde von den Grünen, Sie sind immer unfassbar schnell dabei, mit dem Finger auf andere zu deuten. Und gerade bei diesen Themen sind Sie immer unfassbar schnell auf andere zu deuten. Und wenn ich jetzt noch 20 Minuten mehr Zeit hätte, könnte ich unzählige Beispiele hier aufzählen, in denen ich glaube, dass Sie genau diese Grundsätze verletzt haben. Aber ein Thema, das haben Sie ja in unserem Antrag schon gelesen. Oliver Kirsche, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der Grünen im Deutschen Bundestag, hat bis heute sich noch nicht für seine Beschimpfung der Menschen, die Windkraft kritisch gegenüberstehen, hat er sich noch nicht entschuldigt. Er hat Windkraftkritiker als Taliban bezeichnet, also als fundamentalistische Terroristen, die Tausende von Menschen umgebracht haben. Dieser Mann vertritt die Grünen im Deutschen Bundestag in einem Verfassungsorgan und hat es bis heute noch nicht geschafft, und Sie haben es auch nicht geschafft, sich zu distanzieren und ihn dazu zu bringen, sich zu entschuldigen. Und das ist eine Schande. Und ich habe Ihnen einmal versucht herzuleiten, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung
fußt auf Toleranz, auf Meinungsfreiheit, auf der Fähigkeit, Meinungen anderer Menschen aushalten zu können. Ich finde vielleicht die Meinung von Greta Thunberg nicht so toll, aber ich halte es gut aus. Dann halten Sie doch bitte auch die Meinung der anderen mal aus, weil das ist der Konsens, der uns hier zusammenführt, dass wir hier gewaltfrei in der Sache streiten. Und Sie übertreten diese roten Linien ununterbrochen. Und dann manchmal sagen Sie noch Entschuldigung, aber meistens setzen Sie sich hin und deuten dann zur Abwehr auf jemand anderen, um von dem Thema abzulenken. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich erwarte von Ihnen, dass der Herr Wagner hier vorgeht, sich bei den Aktiven der Bürgerinitiativen entschuldigt für den Satz, den sein Kollege im Deutschen Bundestag gesagt hat. Sonst haben Sie das Thema Meinungsfreiheit nämlich nicht verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rock. Ehe wir weiterverfahren, möchte ich gerne auf der Besuchertribüne eine Delegation aus Kirgisistan begrüßen unter der Begleitung des Abg. Kerets Bekov. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Gut, als nächstes hat sich der Abg. Diefenbach von Bündnis 90 Die Grünen für eine Kurzintervention gemeldet. Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen! Wer die ganze Zeit den Kabarettisten nur anführt, der sollte wissen, dass der Mann politisches Kabarett macht. Das kann man z.B. sachliche, unsachliche Bemerkungen aus der AfD können Sie hinterher im Protokoll nachlesen. Politisches Kabarett macht man z.B. in Berlin, in der Distel. Als Beispiel, Kabarett können Sie in Ihrer Fraktion, wenn Sie mal eine Fahrt dahin machen, vielleicht in Paris erleben. Ja, das ist ein großer Unterschied von der Begriffswahl her, worauf Sie ja immer so großartig jetzt hier Wert gelegt haben. Und zum anderen, der Kollege heißt Kriecher und nicht Kircher. Und der Taliban-Vergleich ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Das ist jedem klar, der den Kontext des Ganzen versteht. Vielen Dank. Herr Abg. Rock, wollen Sie erwidern? Nein. Gut. Dann hat sich als nächstes die Abg. Kinkel von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die FDP hat hier einen Antrag eingebracht, der mit viel Pathos die Wahrung demokratischer Grundrechte thematisiert. Allerdings zielt er ins Leere. Denn er suggeriert, dass die freie Meinungsäußerung im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten, explizit die Windkraftprojekte, in Gefahr sei. Aber hätten Sie sich einmal mit den tatsächlichen Angeboten der Landesregierung auseinandergesetzt, dann wäre Ihnen vielleicht auch aufgefallen, wie überflüssig der Großteil Ihres Antrags ist. Es ist vollkommen absurd, der Hessischen Landesregierung hier vorzuwerfen, wir nehmen Bürgerinitiativen nicht ernst. Niemand versucht, hier Klagerechte zu beschränken. Niemand versucht, die Bürgerinitiativen zu beschneiden oder irgendjemanden an seiner freien Meinungsäußerung zu hindern. Ganz im Gegenteil, die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger im Planungsprozess bei Verwaltungsverfahren ist so ausgeprägt und vor allem auch so niedrigschwellig wie nie zuvor. Und zusätzlich zu diesen Verwaltungsverfahren setzt sich die Landesregierung für noch bessere Bürgerbeteiligung ein. Es werden Bürgerinitiativen angehört, im Verfahren einbezogen und sind politisch präsent. So sieht es nämlich im Punkt Bürgerbeteiligung in Hessen wirklich aus. Mit viel Aufwand organisiert die Landesenergieagentur, die LEA, Dialogveranstaltungen, um zwischen den Befürwortern für Windkraft und den Windkraftgegnern zu vermitteln, um Faktenpapiere zu verbreiten, wo eben Aufregerthemen aufgegriffen werden, wo Infraschall, Landschaftsbildsicherheit, Tourismus, Umweltschutz usw. so dargestellt wird, um einfach eine sachliche Debatte zu ermöglichen. Und für uns ist ganz klar, Bürgerbeteiligung kann Projekte vor Ort verbessern, indem z. B. Bedenken durch bessere Ortskenntnisse aufgenommen werden
Dadurch kann beispielsweise die Anordnung von Standorten verbessert werden. Und man sieht auch, Einwendungen in Verwaltungsverfahren sind derzeit so beliebt wie nie zuvor. Das spüren auch die Regierungspräsidien, die dadurch viel Arbeit haben. Aber das kann für die Sache, wenn sie fachlich nützlich sind, durchaus einen großen Mehrwert bringen. Und deshalb ist es ja vielen Windkraftprojektierern schon im Vorfeld wichtig, mit den Bürgerinitiativen ins Gespräch zu kommen. Und auch das Klagerecht, insbesondere das Verbandsklagerecht, bleibt von uns natürlich unangetastet. Wir Grünen sind übrigens diejenigen, die schon lange Zeit dafür kämpfen, dass das auch für unterschiedliche Gruppen ausgeweitet wird. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die FDP sich da wahrnehmbar eingemischt hätte in diese Diskussion. Und die Bundes-FDP scheint im Übrigen auch eine ganz andere Meinung zu haben als Sie, Herr Rock, was die Bürgerbeteiligung und die Wahrnehmung von demokratischen Grundrechten angeht. Der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer fordert nämlich, dass es eine kritische Evaluation des Verbandsklagerechts geben muss. Auch im Zusammenhang mit der DUH, also der Deutschen Umwelthilfe, hat er gesagt, die Abmahn- und Klageindustrie muss auf ein vernünftiges Maß geschrumpft werden. Und das klingt nicht nach einer Bürgerbeteiligung. Und das genau zeigt auch das Dilemma Ihres Antrags. Natürlich dürfen Sie Respekt für Willensäußerung fordern. Aber dann muss das natürlich auch für diejenigen gelten, die nicht ihre eigenen Ziele unterstützen. Den Appell sollte man nämlich dann auch ernst nehmen. Das sollten Sie dann auch ernst nehmen, wenn es um Fridays for Future geht oder um andere Bürgerinitiativen oder Interessensgruppen. Und was Christian Lindner dazu gesagt hat, war wirklich nicht von großem Respekt geprägt. Und wenn Sie schon davon sprechen, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, dann nehmen Sie doch auch einmal die Sorgen der Menschen ernst, die Woche für Woche für den Klimaschutz, für die Energiewende auf die Straße gehen und mehr Klimaschutz und mehr Energiewende wollen, anstatt weniger. Und dann sind wir auch schon beim eigentlichen Thema der FDP, weil mal wieder geht es der FDP hier in dem Antrag um das eigentliche Thema, nämlich die Windkraft in Hessen zu verhindern. Für das aber ein ganz anderes Thema, im vorliegenden Fall die bedrohte freie Meinungsäußerung, instrumentalisiert wird. Erst war es für die FDP die vollkommen neue Anteilnahme um den Wald, die aber immer nur dann aufkommt, wenn es darum geht, Windkraftanlagen zu verhindern und nicht, wenn es darum geht, den Lebensraum Wald auszuweiten. Und jetzt die Bedenken, dass die freie Meinungsäußerung in Gefahr sei. Sprechen Sie einfach klar aus, worum es Ihnen geht. Sagen Sie, dass Sie im Grunde keine Windkraft im Wald wollen, und lassen Sie dafür nicht die Meinungsfreiheit herhalten. Und an dieser Stelle könnte man auch einmal über das Gestalten und das Durchführen der Energiewende reden, Herr Rock. Und da würde ich schon ganz gerne einmal wissen, wie die FDP sich die Energiewende der Zukunft überhaupt vorstellt, weil zu diesem Thema mal wieder gähnende Leere in Ihrem Antrag und auch in Ihrer Rede eben gab es dazu keine Aussagen. Wie sieht es denn aus mit der Akzeptanz für die Energiewende in Hessen oder in Deutschland? Über 90% der Bevölkerung in Deutschland unterstützt den verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien. 91%. Und obwohl die überwiegende Mehrheit der Menschen für die Energiewende ist, gibt es vor Ort Diskussionen um konkrete Planungen. Übrigens nicht nur bei Windkraft, sondern bei durchweg allen Infrastrukturprojekten. Und explizit bei der Windkraft werden sowohl genehmigte Windprojekte beklagt als auch die nicht genehmigten Windparks. Grundlage für die Klagen sind ausschließlich naturschutzfachliche Gründe. Und da muss ich sagen, da wundert es mich schon, dass gerade die FDP sich zum obersten Schützer der Flora und Fauna zeigt, aber gleichzeitig mehr Straßen, weniger Flächenstilllegung im Wald oder weniger Ökolandbau fordert. Applaus
um aber die naturschutzfachlichen Grundlagen in Genehmigungsverfahren klarer und besser zu machen, wird der Naturschutzleitfaden für Windkraftprojekte gerade überarbeitet. Und dafür sitzen die Naturschutzverbände und die Projektierer zusammen und überlegen gemeinsam, wie diese Leitfaden weiterentwickelt kann, wie diese Abwägung zwischen dem durchaus schwierigen Thema Naturschutz, Klimaschutz, das ja auch gleichzeitig Artenschutz ist, wie diese Abwägung gelingen kann. Und nach allem, was man hört, ist das eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Wir werden Bürgerbeteiligung weiter ermöglichen, den Naturschutz weiterentwickeln, und auch die Regelungen zur kommunalen Beteiligung wollen wir anpacken. Insgesamt kann man also sagen, das Land macht seine Hausaufgaben. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Bedenken äußern, können ihre Zweifel äußern. Sie können sich ins Verfahren einbringen, und am Ende wird auf fachlicher Basis entschieden. Noch eine Anmerkung zu Absatz 3 Ihres Antrags. Sie schreiben, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängige Informationen gewinnen und verbreiten können. Das liest sich, als ob es vor dem Internet keine Möglichkeit gegeben hätte, an unabhängige Informationen zu gelangen. Das halte ich schon für eine sehr steile These. Und ob das Internet tatsächlich in allen Fällen ein Gewinn als differenzierte und unabhängige Informationsquelle ist, da will ich zumindest mal ein dickes Fragezeichen dran haben. Und zum Schluss will ich noch ein paar Worte zur Debatte aus Berlin sagen. Diese Aussage, die teilen wir ausdrücklich nicht. Es ist eine stark überspitzte Einzelaussage und sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Da haben wir auch die Größe, das zu sagen. Aber mit überspitzten Aussagen und über das Ziel hinausschießen hat ja die FDP auch Erfahrungen, wenn ihre Kollegen in Berlin z.B. die DUH als Öko-Inquisition bezeichnet, dann ist das mindestens genauso daneben wie der Kollege Krischer. Aber das nehmen wir ja auch nicht als Aufhänger, um daraus einen Antrag für Hessen zu machen, lieber Herr Rock. Wir wollen eine sachliche, geführte Diskussion mit allen Beteiligten, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmern, dem Naturschutz und dem Klimaschutz und die berechtigten Sorgen der Gesellschaft vor allem ernst nehmen und die Forderungen der überwiegenden Teil der Gesellschaft, nämlich nach mehr Klimaschutz, nach mehr Energiewende, die wollen wir weiter umsetzen, und dafür arbeitet diese Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kinkel. Ich darf jetzt auf der Besuchertribüne die Mitglieder der Besatzung der Fregatte Hessen begrüßen, ganz besonders den Fregattenkapitän Herrn Geißler. Herzlich willkommen. Als nächstes hat sich der Abg. Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Kleiner Nachklapp zum letzten Debattenbeitrag. Also, Herr Kollege Müller, das muss ich sagen, das ist genau mein Humor. Selbstironie finde ich gut und sympathisch, sich hier offen hinzustellen und zu sagen, dass Sie inhaltlich nichts zur Debatte beitragen wollen und dann genau das einzufordern, finde ich gut. Frau Kollegin Wissler musste das nicht sagen. Das hat auch jeder sofort am Inhalt der Rede gemerkt. Und wer da die Taube gemacht hat, na gut, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Meine Damen und Herren, Energiepolitik ideologiefrei gestalten. Allein der Titel dieses Antrags ist ja schon blanke Häresie. Das ist ja normalerweise unsere Aufgabe hier im Hohen Haus. Aber wir leihen Ihnen diesen Titel natürlich gerne aus. Es setzt allerdings voraus, dass es hier irgendjemanden geben könnte, der Energiepolitik ideologisieren wollen könnte. Und ich kann das Raunen schon hören. Niemand hat die Absicht, die Energiepolitik zu ideologisieren. Dankeschön. Aber auch wenn es keiner zugeben will, natürlich ist die Energiepolitik in unserem Land maßgeblich von Ideologie getrieben. Und auch wenn das der eine oder andere vielleicht besonders schlau findet, als Antwort auf unseren Antrag nichts zu sagen, so nach dem Motto, die AfD nicht mal ignorieren, ich glaube, die Bürger draußen, die fahrlässigerweise dieser Debatte folgen, die werden sich ihr Bild machen.
Und das Ausmaß an Ideologisierung, das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden aufzeigen. Aber keine Sorge, ich werde Sie nicht mit wahrhaft ketzerischen Stellungnahmen konfrontieren. Ich möchte mir ja nicht vorwerfen lassen, irgendjemand hier im Hohen Hause getriggert zu haben. Und deswegen werde ich mich nur auf kanonische Schriften der Klimaideologie beziehen. Beginnen wir mit dem dritten Assessment Report des Intergovernmental Panel on Climate Change, das IPCC, auch gerne als Weltklimarat bezeichnet. Es trägt den schönen Titel Climate Change 2001, The Scientific Basis. Und dort lesen wir im Kapitel 14 auf Seite 474, ich übersetze gleich auf Deutsch, in der Klimaforschung und Modellierung müssen wir erkennen, dass wir es mit einem gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen System zu tun haben und dass daher festhalten, eine langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich ist. Das steht im IPCC-Bericht. Da steht nicht, wir können es noch nicht berechnen oder unsere Computer sind zu langsam. Nein, dort steht, dass es prinzipiell nicht möglich ist. Trotzdem findet gerade in Madrid der 25. Weltklimakongress statt. Und dort wird über das CO2-Budget des Planeten gefeilscht. Dem liegt die absurde Idee zugrunde, dass sich ausrechnen ließe, welche Temperaturerhöhung als Folge von x Gigatonnen CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu erwarten ist. Was für ein Mumpitz! Und jetzt frage ich Sie, Klimaapostel, was ist denn wahrscheinlicher, dass die Klimaforscher heute so viel schlauer sind als ihre Kollegen vor 20 Jahren? Oder dass die Klimawissenschaft die systematischen Grenzen der Naturwissenschaften gesprengt hat und die Menschheit zu neuen Erkenntnishorizonten führt? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sich Wissenschaft, wie schon so oft in der Geschichte, den politischen und finanziellen Opportunitäten beugt und sich instrumentalisieren lässt? Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Firma Bayer Studien zum Thema Glyphosat finanziell unterstützt hat. Die Studienautoren haben vergessen, dieses Detail zu kommunizieren. Was sagt uns das über die Werthaltigkeit der Ergebnisse dieser Studie? Halten wir es auch nur grundsätzlich für möglich, dass dieses Finanzierungsdetail einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben könnte? Ja, natürlich. Und warum soll das bei Klimaforschern anders sein? Was macht Sie denn glauben, dass Klimaforscher per se so viel integerer und charakterlich gefestigter sind als ihre Kollegen in einer Fachrichtung? Wieso soll ausgerechnet in diesem schon heute Milliarden Euro großen Markt, der potenziell Billionen Geschäfte verspricht, wieso soll ausgerechnet hier nicht gelten, wes Brot ich esse, des Lied ich sing? Die Geschichte der Klimaforschung ist denkbar reich an Skandalen. Allein die vielbesungenen 97%, also der vermeintliche Konsens der Wissenschaftler bezüglich des menschengemachten Klimawandels, hat nämlich mit Wissenschaft nichts zu tun. Er ist ein Beispiel für Datenmanipulation durch als Forscher getarnte Klimaaktivisten. Aber Manipulation, Lug und Betrug sind natürlich völlig okay, denn es geht ja um die gute Sache. Und da darf man sich mit so Kleinigkeiten wie der Wahrheit nicht aufhalten. Für die wenigen, die noch nicht zur Klimasekte konvertiert sind, müssen wir aber weitere Argumente bemühen. Und nichts funktioniert dabei besser als das Versprechen wirtschaftlichen Nutzens. Ja, Herr Schaus, mit wirtschaftlichen Nutzen kennen Sie sich natürlich nicht aus, das kann ich verstehen. Aber und daher kommt auch das aktuelle Narrativ, Vorsorge ist besser als heilen, Klimaschutzmaßnahmen sind viel billiger als die Folgen des Klimawandels. Und deswegen wenden wir uns jetzt einer kanonischen Schrift zu, die besonders für Hessen Bedeutung hat, nämlich den integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025. Dieses Werk ist gerade einmal 2-3 Vierteljahre alt, wurde gemäß Impressum im März 2017 veröffentlicht, sollte also noch einigermaßen im Rahmen des Mindesthaltbarkeitsdatums sein. Da stehen viele großartige Dinge drin. Mir gefällt besonders das Kapitel 1.3, Wirkungen eines ambitionierten Klimaschutzes in Hessen.
und dort ganz besonders der Exkurs Kosten des Nichthandelns. Ich zitiere: Für Deutschland liegen Untersuchungen vor, die zeigen, dass ohne ambitionierten Klimaschutz jährliche Kosten für Klimaschäden zwischen 3 und 21 Milliarden Euro bis 2050 entstehen werden. Dann folgt eine abenteuerliche Rechnung, die ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten kann. Dies entspricht Wachstumsverlusten des BIP von jährlich 0,1 bis 0,7%. Für den Zeitraum von 2017 bis 2050 sind dies aufsummiert zwischen 3,3 und 23% des BIP. Aber das ist nun wirklich ein Fall für den Bildungsausschuss. Das brauchen wir hier nicht zu vertiefen. Vertiefen möchte ich aber die 3 bis 21 Milliarden Euro jährliche Klimaschäden bis 2050. Selbst die Maximalsumme von 21 Milliarden Euro ist geringer als das aktuelle Volumen der EEG-Umlage. Jedes Jahr. Und wir alle wissen, dass die EEG-Umlage nur einen Teil der Klimaschutzkosten umfasst. Das heißt, die Aussage, dass Klimaschutz billiger sei als Klimaanpassung, wird durch den integrierten Klimaschutzplan Hessens widerlegt. Kommen wir nun zum nächsten Multimilliardendesaster mit Ansage, dem Kohleausstieg. Allein das könnte ein abendfüllendes Programm sein, aber ich will es kurz machen. Denn weder die Bundes- noch die Landesregierung können genau sagen, was er eigentlich bringen soll. Denn der Anstieg der Erneuerbaren am Strom wird sich langsam, aber sicher asymptotisch einem Maximalwert nähern, der weit von 100% entfernt ist. Der Rest muss zwingend aus konventionellen, grundlastfähigen und steuerbaren Erzeugungsanlagen stammen. Das heißt, wir reden von einer Substitution der Kohle durch Erdgas. Und wenn wir primär CO2 vermeiden wollen, dann muss natürlich auch betrachtet werden, was außerhalb Deutschlands passiert, also die sogenannte Vorkette und die indirekten Emissionen, die beim Transport nach Deutschland, aber nicht in Deutschland anfallen. Es macht dabei natürlich einen Riesenunterschied, ob das Gas aus Holland oder aus Sibirien kommt. Und wir haben zurzeit noch etwas über 50% unseres Erdgases, das aus Holland und Norwegen stammt. Es ist plausibel, dass da aufgrund der kurzen Wege die Vorkette relativ klein ist, die indirekten Emissionen relativ gering. Aber bei steigendem Verbrauch werden wir zukünftig einen höheren Anteil Gas aus Russland, potenziell tausende Kilometer mit Pipelines, transportieren müssen. Und deswegen ist es natürlich frappierend, dass weder die Bundesregierung noch die Landesregierung überhaupt sagen können, wie hoch diese indirekten Emissionen in Abhängigkeit vom Herkunftsland sind. Das heißt, wir wissen auch schlicht nicht, was der Kohleausstieg bringen wird. Wenn wir aber solche enormen Summen, und das sind ja nicht nur die 40 Milliarden € der Bundesregierung, wenn wir solche Summen einsetzen wollen, dann trägt derjenige, der dieses Gigaprojekt vorantreiben will, die Verantwortung dafür, auch die Beweislast zu führen. Das findet nicht statt. Ich komme damit zum Schluss. Ich habe Ihnen gerade drei Beispiele geliefert, die pars pro toto das Grundübel zeigen. Rationales Denken und vernünftiges Handeln und sogar wissenschaftliches Arbeitsethos werden durch Ideologie übersteuert. Und das ist genau der Punkt, warum auch dieser Punkt der FDP seine volle Berechtigung hatte. Sie sollten einmal darüber nachdenken, denn Sie werden für diese Verantwortlichkeit von der gleichen Jugend, die Sie heute noch manipulieren können, zur Rechenschaft gezogen werden. Dann will ich nicht in Ihre Haut stecken, aber das will ich auch heute schon nicht. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abg. Müller von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der FDP, ich habe diesen Antrag gelesen und habe mich gefragt, was wollen Sie uns damit sagen? Was wollen Sie uns damit sagen? Wollen Sie uns damit sagen, dass Demokratie etwas Gutes ist? Werden Sie keinen Widerstand haben? Werden Sie uns sagen, dass Bürgerengagement etwas Gutes ist? Werden Sie von uns keinen Widerstand haben. Aber das wollen Sie uns ja irgendwie gar nicht sagen, sondern Sie haben uns ja ganz viele andere Dinge gesagt. Sie haben uns zunächst einmal etwas zu Dieter Nuhr gesagt. Den kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich mag den, manche mögen den nicht. Darauf kommt es auch gar nicht an.
Er hat etwas gesagt, und wenn man kritisiert, da kann man unterschiedlichster Auffassung sein. Wissen Sie, und das ist das Tolle an unserem Land. Das ist das Tolle an unserem Land, dass wir schlicht und einfach sagen können, was wir denken, was wir meinen. Manchmal schießen wir übers Ziel hinaus. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber das zeichnet unser Land aus, dass das eben geht. Dass das manchmal auch zulasten von Politikern zu weit geht, das merken wir ja. Ich erinnere an Ihre Rede zu verschiedenen Dingen vorher, wo wir völlig einer Meinung waren, also nicht heute, aber Sie wissen, was ich meine. Alles in Ordnung. Dass das aber ein Zeichen sei von möglicherweise verfehlter Politik, das vermag ich nicht zu erkennen. Und wie nah diese Bemerkung ist, Sie haben sich darüber über den grünen Kollegen im Bundestag aufgeregt. Möglicherweise würde ich das auch tun. Aber wissen Sie, wenn dann die Kollegin Kaya Kinkel, die ich für eine ausgesprochene Demokratin halte, hier vorträgt und aus ihrer Fraktion auf eine Bemerkung von ihr, niemand hat die Absicht mit den Bürgern und so weiter, kommt, ja, niemand hat die Absicht schon einmal gehört, dann wissen Sie, wie nah die Grenze ist. Ne? Denn ich finde den Vergleich indirekt auch Walter Ulbricht und Kaya Kinkel, das wird weder Kaya Kinkel gerecht, noch wird es unserem demokratischen Anspruch gerecht. Und Sie merken gerade, wie nah solche Grenzen sind. Das, was Sie verurteilen, ist schnell im eigenen Mund. Und deshalb bin ich der Meinung, müssen wir durchaus bei Bemerkungen, da können wir kritisieren, alles gut. Aber ich glaube, wir müssen manche Gelassenheit durchaus uns auch angewöhnen, dass wir im politischen Miteinander und in der politischen Auseinandersetzung durchaus auch mal argumentieren und uns auch vergaloppieren können. Und wissen Sie, das Allerschönste, was Sie versuchen, jedenfalls mir nahezubringen, ich soll es ja verstehen als einer Ihrer Kollegen, ist, dass Sie sagen, ja, bei Ihnen, hier bei uns in Hessen werden ja keine Windräder mehr genehmigt und die Gerichte heben es auf und nehmen das als Zeichen von schlechter Politik. Das ist kein Zeichen von schlechter Politik. Das ist ein Zeichen von Bürgerbeteiligung, von Bürgermitnahme und eben von funktionierender Justiz. Da sind wir doch stolz darum, dass die Justiz in der Lage ist, auch dem Land, dem Staat zu sagen, wir sehen das anders an dieser Stelle. Dann müssen wir uns bemühen, die Dinge anders zu machen. Dann werden wir sie anders machen. Das ist kein Thema. Aber es ist doch kein Ausweis von schlechter Politik, sondern es ist ein Ausweis der Qualität unseres Landes und unserer Politik insgesamt. Und verehrter Kollege Rock, ich glaube, es gibt kein Land, Sie regieren ja auch in einigen Bundesländern mit, es gibt kein Land, wo die Mitnahme der Bürger bei gerade diesen Windprojekten so intensiv versucht wird wie in Hessen. Das mag nicht immer gelingen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, aber es wird in keinem Land so intensiv versucht. Die Kollegin Kinkel hat ja auf die Mechanismen hingewiesen. Und ich finde, das muss man an dieser Stelle auch mal ganz stolz sagen, unabhängig, wie man zu den Themen steht, das ist ein Erfolg hessischer Politik, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, soweit es geht. Aber ich finde es auch seltsam, diese Einbahnstraßenformulierung. Politikerinnen und Politiker, Ministerinnen und Minister dürfen sich alles sagen lassen, was man sich so sagen lassen soll. Aber die Bürgerinnen und Bürger dürfen das umgekehrt nicht. Das kann nicht sein. Das ist keine Einbahnstraße. Wir leben im Dialog. Wir leben durchaus, ob man die Grenzen überschreitet. Da sind wir wieder beieinander in der Diskussion. Aber wir leben im Dialog. Und derjenige, der kritisch der Politik gegenübersteht, muss sich doch auch gefallen lassen, dass die Politik sich wehrt und sagt, du irrst. Wir sind anderer Meinung. Und ich finde, auch das ist ein Ausweis von ordentlicher Politik, dass man auch mit Bürgerinnen und Bürgern mit offenem Visier streitet um den richtigen Weg. Und das zeichnet eben auch Bürgerbeteiligung. Ich bleibe dabei in Hessen aus. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich warte immer noch. Ich warte wirklich immer noch bei allen, die sagen, unser Weg ist falsch, wie Sie den Weg anders beschreiben. Ich warte immer noch, wie Sie den Weg beschreiben. Ich habe Ihre Programme durchwühlt. Selbst Ihre habe ich durchwühlt, Herr Lichert. Alles gut, also nicht gut gerade. Aber ja, muss ja mal sein. Man lesen bildet, manchmal verbildet es auch. Aber jedenfalls, ich habe keinen Weg gefunden. Sie sagen nichts. Sie sagen, was schlecht ist. Sie sagen, was aus Ihrer Auffassung falsch ist. Aber Sie sagen nicht, wie wir das Problem an dieser Stelle lösen. Es sei denn, Sie sagen wie Herr Lichert,
es gibt kein Klimaproblem, weil es ist einfach eine bilanzielle Frage. Und das finde ich so unfassbar bezeichnend, und das sollten wir uns merken, was er heute gesagt hat hier. Es sei eine Frage der Zahl am Ende. Am Ende komme es darauf an, deutlich, ich übersetze das nur mit meinen Worten, am Ende komme es darauf an, ob die Bilanz in der Zahl negativ oder positiv ist. Es kommt nicht darauf an, ob im Pazifik ein paar Leute nicht mehr wohnen können, ob in Großbritannien die vorgelagerten Inseln nicht mehr da sind oder Norddeutschland im Wasser steht. Darauf kommt es nicht an. Es ist eine Frage der Zahl am Ende. Und das ist nicht unsere, jedenfalls meine Auffassung von verantwortlicher Politik für die Menschen in unserem Land. Und wenn wir verantwortlich für die Menschen sein wollen, dann heißt das, wir müssen uns Gedanken machen. Wir können über die Wege immer streiten. Ich finde, das macht auch die Politik in unserem Land aus, dass wir über den Weg streiten. Aber wir können nicht darüber streiten, dass wir uns darum kümmern müssen, wenn eine Gefahr droht, diese abzuwenden. Und das ist das, was in der hessischen Politik im Hinblick auf Energie ganz zentral festgelegt worden ist. Sie können eine andere Auffassung haben. Aber Sie können nicht sagen, man darf sich gar nicht darum kümmern. Sie haben das jetzt heute zweimal gesagt. Am besten kümmern wir uns gar nicht darum. Es ist eine Frage der Zahl. Wenn am Ende eine schwarze Zahl rauskommt für die Bundesrepublik Deutschland, ist es ja egal, was mit dem Rest der Welt ist. Und deshalb, verehrter Kollege Lichert und verehrte Kolleginnen und Kollegen, richtig ist, dass die Landesregierung, und so steht es auch vernünftigerweise in dem Antrag, Wert darauf legt, dass die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten hier tätig wird. Und wenn wir gestern in die Zeitung geschaut haben, haben wir das Programm der Kommission, der neuen Kommission zur Kenntnis nehmen können, welches übrigens eine Auffassung auch der anderen europäischen Partner ist, die sagen, Klimapolitik ist die Aufgabe des Jahrhunderts für Europa. Und deshalb stehen wir in Hessen in dieser Folge eben auch in der Verantwortung, eine vernünftige europäische Politik mitzugestalten. Und Ihre Auffassung von diesem Parlament haben Sie ja netterweise auch mitgeteilt. Die haben Sie ja netterweise auch mitgeteilt. Man muss ja nur zuhören. Wissen Sie, am besten ist, man nimmt Ihre Reden und nimmt sie als Dauerschleife und hört einfach immer nur zu. Sie haben nämlich, ja, gute Idee, wörtlich, und die Bürgerinnen und Bürger, die fahrlässigerweise der Debatte in diesem Haus folgen. Das ist Ihre Auffassung von Parlamentarismus in diesem Land. Das ist eine Fahrlässigkeit, wenn man einer Debatte, einer Auseinandersetzung zuhört. Das ist die Betrachtungsweise. Das hat mit der demokratischen Grundverständnisweise, wie wir sie alle, glaube ich, haben, miteinander nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es negiert das, was wir hier tun für die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, wunderbar. Regen Sie sich noch ein bisschen auf. Das ist gut für Ihren Blutdruck. Das hält Sie wach. Und an dieser Stelle freuen wir uns dann auch, dass es die an dieser Stelle dann vielleicht auch noch gibt. So, oder auch nicht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich gar nicht so lange hier aufhalten. Ich will nur sagen, wichtig ist, okay, der eigene parlamentarische Geschäftsführer drückt mich hier weg. Wunderbar. Also, Scherz beiseite. Es ist richtig, dass wir auch mit den anderen Ländern um uns herum die Absprachen treffen, die notwendig sind, damit wir die Energiekonversion in unserem Lande zum Gelingen bringen. Es ist richtig, dass wir uns darum kümmern, dass die Leitungen, ich sage es mal so, von Nord nach Süd durch unser Land, wenn sie denn durch unser Land müssen, vernünftig gestaltet und der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auch gelegt, gezogen oder was auch immer werden. Es ist richtig und wichtig, dass wir versuchen, die Energiekonversion so günstig, aber auch so sinnhaft wie möglich zu machen. Und deshalb ein weiterer Satz. 90% von dem, was hier heute diskutiert wird, wird hier an der falschen Stelle diskutiert. Es gehört in den Deutschen Bundestag, der für nahezu alle diese Dinge, die Sie beschreiben, sei es das EEG oder andere Dinge, zuständig ist. Und deshalb ist es auch richtig, dass das Land Hessen durch die Landesregierung im Bundesrat darauf dringt,
dass Vereinbarungen vernünftig geschlossen werden und dass wir eben nicht alleine stehen bleiben mit unserer Konversion, sondern dass das auch zentral im Staat unterstützt wird. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Abg. Müller, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich sehe es gerade. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir sind stolz auf unser Land, auf unsere Demokratie, auf unsere Bürgerinnen und Bürger. Und von daher alles schick. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Krüger von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne, darunter ganz besonders die Staatsbürger in Uniform von der Fregatte Hessen der Bundesmarine. Wir haben hier einige sehr interessante Diskussionen jetzt hier erlebt. Am meisten, muss ich sagen, hat mich irritiert die Einlassung des sehr verehrten Kollegen Rock, der sich hier hingestellt hat und gesagt hat, im Endeffekt uns erklärt hat, es gibt zweierlei Formen von Meinungsfreiheit. Herr Nuhr hat die Freiheit, eine junge Frau persönlich zu beleidigen, ad personam. Das darf er, ist Meinungsfreiheit, darüber kann man streiten. Aber im Zweifelsfalle würde ich Ihnen zustimmen, Herr Rock, dass man Personen des öffentlichen Interesses kritisieren darf. Aber wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Oliver Krischer, sich hinstellt und eine Gruppe als Taliban verunglimpft, dann ist das nicht durch die Meinungsfreiheit abgedeckt, sondern ein Riesenproblem. Und ich finde, Herr Rock, Sie müssen sich entscheiden. Es gibt nämlich nur eine Meinungsfreiheit und keine geteilte. Und da müssen Sie sich einmal ganz klar überlegen, auf welche Seite der Meinungsfreiheit wollen Sie sich stellen. Es geht. Es kann nicht sein, dass Sie sich das aussuchen, wie es Ihnen gerade passt. Und es ist ja nicht so, dass unter denen, die gegen Windkraftanlagen oder gegen Windmühlen kämpfen, nicht ziemlich viele dabei sind, die das mit der Meinungsfreiheit selber nicht so ganz, also die das auf sich selbst bezogen sehr, sehr ernst nehmen, aber auf andere nicht. Ich habe ja schon viele Versammlungen erlebt, wo Windkraftgegner versucht haben, die niederzubrüllen, die für die Windkraftanlagen waren, wo sehr, sehr aggressiv argumentiert wurde. Nicht von denen, die für die Windkraftanlagen waren, sondern von denen, die dagegen waren. Mit übrigens einem Haufen völlig absurder Argumente, die ich immer hier aus der Ecke des Parlaments zu hören bekomme, die nichts mit Wissenschaft und nichts mit der Realität zu tun haben, aber halt eben aber dafür mit Aggressivität und Werf vorgetragen werden. Und da kann ich den Kollegen Krischer schon verstehen, dass er das kritisieren wollte. Ich hätte das vielleicht etwas geschickter formuliert und nicht von Taliban geredet. Ja, aber man kann es halt beim Namen nennen. Es ist extrem aggressiv, und es ist eine sehr aggressive Rhetorik, die da benutzt wird. Kommen wir dann also zu der Frage, was ist eigentlich die Energiewende? Ja, ganz offensichtlich haben einige im Haus das noch nicht so ganz verstanden. Ich freue mich ja, dass die CDU das inzwischen gelernt hat, wahrscheinlich dank des Koalitionspartners. Aber es gibt halt Teile des Hauses, die noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich bei der Energiewende geht, weil sie ständig Äpfel mit Birnen vergleichen und alles durcheinanderbringen. Also, das heißt, die Frage zum Beispiel, was ist eigentlich das Erneuerbare Energiengesetz? Das Erneuerbare Energiengesetz ist nichts anderes als ein Gesetz, das einen Festpreis festlegt, zu dem erneuerbare Energien ins Netz aufgenommen werden. Die Kosten, die dadurch entstehen, werden gleichmäßig auf die Verbraucher verteilt. Das heißt, es ist keine Subvention, sondern es ist eine Umlage. Faktisch bezahlt man dafür mit seinem Strompreis, dass man einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien im Netz aufnimmt. Und übrigens, die Art und Weise, wie Sie jetzt gerade darüber lachen und sich freuen, ja, zeigt übrigens genau die Art von Aggressivität, die ich gerade gemeint habe. Aber gut, naja, nein, Lachen kann sehr aggressiv sein. Ja, das kann ich Ihnen auch gerne mal vormachen, wie aggressiv Lachen sein kann. Ja, weil, ja, also nicht umsonst zeigt man beim Lachen ja die Zähne, aber egal. Das ist also, wenn man das Prinzip schon einmal nicht verstanden hat, dann hat man natürlich
eigentlich das Wesen der Energiewende, wie sie in Deutschland schon stattgefunden hat, immerhin 40% erneuerbare Energien im Netz überhaupt gar nicht verstanden. Und natürlich haben diese 40% erneuerbare Energien im Netz auch anderen Strom verdrängt, insofern als dass er nicht mehr hergestellt worden ist. Das ist zu einem großen Teil natürlich die Atomkraft, die Atomenergie, aus der wir beschlossen haben, auszusteigen. Aus guten Gründen übrigens, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist natürlich zunehmend auch Kohlestrom und damit natürlich Strom, der ansonsten unter Ausstoß von CO2 produziert worden wäre. Und das ist, daran erkennt man schon die einfache Logik. Je mehr erneuerbare Energien, desto weniger CO2. Was ist in Deutschland passiert in den letzten Jahren? Wir sind Stromüberschussproduktionsland. Einen großen Teil unseres Überschussstroms haben wir z.B. nach Holland und nach Frankreich verscherbelt. Da haben auch einige Konzerne gute Gewinne mitgemacht. Vor allen Dingen aber deswegen, weil das Strom ist aus Braunkohlekraftwerken, die abgeschrieben sind und die verhältnismäßig billig zu betreiben sind, weil sie abgeschrieben sind. Und auf diese Art und Weise haben wir mehr Strom produziert, als wir verbraucht haben. Aber bilanziell ist das CO2 bei uns geblieben. Das heißt, wir haben Strom irgendwo anders hingebracht, CO2 aber hier in Deutschland belassen. Und dadurch kommt die Fehlrechnung, die Sie machen, nämlich dass angeblich der CO2-Ausstoß gar nicht so gesunken ist, wie Sie das jetzt erwarten würden, wenn man sich den Aufwand anschaut, mit dem wir die Energiewende betrieben haben. Dazu habe ich gerade schon etwas gesagt. Das heißt also, wenn man es mal wirklich vernünftig betrachtet, ja, sind wir absolut auf dem richtigen Weg. Wir haben nur einen Fehler gemacht. Wir sind nicht schnell genug oder gleichmäßig genug aus der Kohle ausgestiegen. Wir haben die Braunkohlekraftwerke viel zu lange laufen lassen und haben im Endeffekt zwei Systeme nebeneinander betrieben, die sich so nicht ohne weiteres vertragen. Und damit sind wir dann beim Thema Netze noch einmal zum Schluss. Ein großer Teil der Probleme, die wir haben mit den Netzen, hat etwas damit zu tun, dass wir zwei Systeme parallel betreiben. Man kann das an einer einfachen Zahl feststellen. Wir haben die Situation, dass wenn wir in Norddeutschland, die meisten Kohlekraftwerke stehen ja nördlich von uns, aber wenn man nördlich von uns anschaut, wie viele Kohlekraftwerke dort stehen, und wenn wir diese Kohlekraftwerke abschalten, hätten wir dort keinen Windstromüberschuss und keinen erneuerbaren Energienüberschuss, sondern ganz im Gegenteil, wir müssten da noch einiges dazu bauen. Das werden wir auch machen. Aber in dem Augenblick entfällt die Notwendigkeit, Strom von Norden nach Süden zu schieben. Das ist die Diskussion um die Frage, wie viele HGÜ-Leitungen brauchen wir eigentlich in einer Republik, in der der Strom nicht mehr durch lauter Braunkohlekraftwerke im extremen Osten und im extremen Westen von Deutschland produziert wird. Das ändert natürlich logischerweise die Frage, wie der Netzausbau stattzufinden hat. Die Frage ist dann, ist es nicht viel notwendiger, die Verknüpfungen im Drehstromnetz, bei den Übertragungsnetzen viel besser zu machen? Diese Frage wird gerade diskutiert, und diese Frage müssen wir natürlich auch beantworten. Das heißt, es geht also ohne Netzausbau nicht ohne weiteres weiter mit unserer Energiewirtschaft. Aber das hat auch vieles damit zu tun, dass in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Geld für die Instandsetzung der Netze aufgewandt wurde. Das heißt, viele Aufwendungen, die hier stattfinden, finden statt, weil die Netze sowieso marode waren und erneuert werden müssen. Also insofern, man darf nicht immer alles miteinander vermengen, ohne Sinn und Verstand und ohne zu kapieren, wie die Zusammenhänge sind. Das ist unredlich. Ich habe gerade gefragt, was ist ein anderes Wort für Heuchelei? Das darf man hier nicht mehr sagen. Das ist bigott. Bigott ist das. Ja. Aber es führt auf jeden Fall nicht dazu, dass man eine sachliche Debatte darüber führt, wie die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren in Deutschland aussehen wird, wie wir das weiterentwickeln wollen. Und als kleines Nachdenkstückchen zum Schluss. Die Leute, die sagen, es wäre ja noch gar nicht genau bewiesen, dass es den Klimawandel gibt, die kommen mir so vor, als würde jemand sagen, pass mal auf, dein Arsch brennt. Ja, und der sagt dann, na, ich warte erst mal ab, mal gucken, wie weit der Brand geht. Ja, dann
wünsche ich gute Verrichtung. Denn wenn man erst einmal komplett abgebrannt ist, dann braucht man sich auch um den Rest nicht mehr zu bemühen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren.